Volkswagen. Das Auto war einmal. Doch trotz des Dieselabgasskandals von 2015 hält sich die Volkswagen AG wacker neben General Motors und Toyota als einer der drei größten Automobilhersteller der Welt. Mit 12 Marken aus 7 europäischen Ländern ist VW der größte Automobilproduzent Europas. Neben Audi, Porsche, Bentley und Lamborghini gehören unter anderem auch die Marken Seat, Skoda, Ducati, Scania und MAN zum Konzern. Wollte VW doch ursprünglich ein günstiges, leicht finanzierbares Volksauto unter nationalsozialistischer Führung produzieren, so sind unter den 40 verschiedenen Modellen mittlerweile auch deutlich hochpreisigere Autos dabei. 1937 wurde die, so wörtlich, Gesellschaft zur Vorbereitung des Volkswagens MBH in Berlin gegründet, bevor Adolf Hitler persönlich im Mai 1938 den Grundstein für das erste Werk in Wolfsburg legte. Dieses zählt heute mit 50.000 Beschäftigten als größter Volkswagen-Standort und ist auch der Sitz des VW-Chefs Herbert Diess und des Vorstands. Die Basis für den weltweiten Erfolg legte das erste Fahrzeug, der VW Käfer, und im Jahr 2013 feierte Volkswagen den 30-millionsten Golf. Insgesamt hat der Konzern 655.000 Mitarbeiter in 120 verschiedenen Fertigungsstätten, die in Europa und Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas verteilt liegen. Durchschnittlich werden bis zu 43.000 Fahrzeuge pro Werktag produziert. Auf der IAA in Frankfurt hatte sich Volkswagen in einem ganz neuen Design präsentiert. Es gibt nicht nur ein neues Logo, es wurden auch gleich drei neue Modelle, wie der ID3 und der E-Up und das T-Roc Cabriolet vorgestellt. Aus Niedersachsen kam einmal ein Kanzler, der hat gesagt, sie werden nichts anders machen, aber sie werden alles besser machen, die Niedersachsen. Und dafür könnte eigentlich auch der ID3 stehen, das neue Modell aus dem Hause Volkswagen. Er steht für Elektromobilität und soll in einer Reihe kommen mit dem Käfer, mit dem Golf. Der Käfer habe die Mobilität massentauglich gemacht. Der Golf habe Technologie draufgesattelt und jetzt wird Elektromobilität massentauglich mit dem ID3. So das Bekenntnis von Volkswagen und so der Auftritt hier auf der IAA. Das Unternehmen hat sich aber mit dem ID3 quasi selbst neu erfunden, denn Elektrifizierung ist so ziemlich das Hauptthema wie bei anderen auch. Sie machen es halt wie die anderen, nicht anders, aber im Zweifelsfall besser. Und Grundlage dafür ist konsequente Plattformökonomie, die sich auch auszahlt. Die sich auszahlt im Umsatz. 235 Milliarden hat der Konzern im vergangenen Jahr gemacht. 65 allein im zweiten Quartal 2019. Das ist ein Umsatzplus von 7%. Wenn man das Betriebsergebnis nimmt, das ist sogar um 30% gestiegen. Das kommt auch bei den Anlegern an. Als einer der wenigen Autokonzerne musste Volkswagen keine Gewinnwarnung abgeben. Volkswagen hat sich verbessert und Volkswagen kommt auch bei den Aktionären gut an. Dort ist der Aktienkurs um 17% innerhalb eines Jahres gestiegen. Und deshalb ist ein Volkswagen vermutlich wirklich nicht mehr das Auto. Jedoch zweifellos the people's car.